Moin moin Freunde, es heißt wieder Unboxing-Zeit hier auf Nerd und ja, ich habe jetzt hier die Z-Box bekommen, Nostalgie, ich hoffe mal, das ist ja mein Thema überhaupt, mein Herzthema ja, aber ich bin mal gespannt, was da drin ist und würde sagen, los geht's nach dem Intro. Ja, die Z-Box, was kann man dazu sagen? Ihr wisst das ja, das ist eine meiner Lieblingsboxen hier auf meinem Kanal, muss man ganz ehrlich sagen, die hat immer konstant geliefert. Letzte Box war, glaube ich, nicht so gut, bin ich jetzt der Meinung, kann mich nicht mehr so erinnern. Ja, die war nicht so pralle, aber ich habe jetzt noch nie so eine Box gehabt, wo ich sagte, wie bei Kingsloot oder bei anderen, boah, sind die scheiße, ne? Aber auf jeden Fall, da könnte jetzt was Geiles drin sein. Schwer ist sie diesen Monat nicht. Kommt irgendwie komischerweise aus Spanien diesen Monat. Ja, manche haben ja schon irgendwie vorher ihre Box bekommen. Heute haben wir den 19. März und ja, ist natürlich scheißegal. Hauptsache, ihr guckt hier rein, ne? Und vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke anzumachen und das Gewinnspiel läuft noch und vielleicht habt ihr noch Bock auf ein paar Marvel Infinity War Videos. Die Infinity War Marathon Wochen laufen ja gerade derzeit. Und wenn ihr noch Bock habt, ne, geht nochmal auf den lieben Phantomas, ein Teil unserer Hashtag Nerd Squad Gruppe. Ne? Werdet ein Teil davon und ja, jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Ich würde sagen, Leute, ich hole mein Messer und dann geht's los. So, da ist das Messer. Was ihr auch kennt, mein blaues Obstmesser eigentlich, keine Ahnung. Das hat sich aber als Unboxing-Messer etabliert und ich würde mal sagen, wir machen das jetzt auf. Erstmal, wie immer, Luftpolster ist da drin. Luftpolster hier und so. Dann beginnen wir mit Item 1. Item 1 ist eine Rolle. So, eine Rolle zum, weiß ich auch nicht was, zum Reinpusten. Oh, sag mal, ey, kann man hier nicht rausbekommen hier. Vielleicht schneide ich mir schnell noch einen Finger hier. Oh, Stunden später bekomme ich das endlich hier auf hier. So, irgendwas Lilanes. Was ist denn das? So, 6 Stunden später habe ich hier die Box aufbekommen, die Rolle aufbekommen. Und es ist ein, das ist nice. Einmal ein Pac-Man Poster und sehr retro-mäßige Farben sind das hier. Ja, und dann diese Geister halt. Habe ich so einen Funko Pop schon von. Muss ich sagen, gefällt mir. Kommt hier auf jeden Fall an die Wand irgendwo, wo ich noch Platz finde. Ja, ich baue hier auch gerade noch ein bisschen um, deswegen das ist hier alles hier so ein bisschen provisorisch. Wenn ich mal das für Zeit habe, was das schon einen Monat dauert, da denke ich mal, bis ich hier alles fertig habe, weil hier kommt ein neues Regal noch rein, neues Kallax-Regal, dann baue ich jetzt gerade hier noch meinen Setting da hinten noch alles um. Seid gespannt, hier wird es irgendwann nochmal, ich habe noch Zeit hier, eine Roomtour kommen. So, dann beginnen wir mit So, beginnen wir mit Item 2. Item 2 ist ein T-Shirt. So, haben wir noch hier das Rohr hier. So, das sieht schon nicht schlecht aus. Okay, was ist das denn? Das sieht aus wie Jumanji. Aber auf jeden Fall, die Farbe ist schon mal geil. Und ich glaube, wie ich das jetzt gesehen hatte, es ist, okay, Adventures Beware. Also das ist ja auf jeden Fall Jumanji. Das sieht man hier auch. Also ihr könnt es mal sehen. Zu Jumanji muss ich glaube ich nichts mehr sagen. Mit Robin Williams. Ja, leider ist er von uns gegangen. Aber rest in peace. Also man kennt das auf jeden Fall. Die Würfel, das Spielbrett und der Elefant. Ich habe den neuesten noch nicht gesehen. Werde ich mir nochmal angucken, wenn der im Heimkino rauskommt. Aber das ist auf jeden Fall ein cooles Shirt. Item 3! Item 3 ist natürlich hier das Loot-Heft, da kommen wir gleich zu. So, dann habe ich hier irgendwas. Okay, geil, ich mag die ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die Münzen. Die Münze, und das ist auf jeden Fall eine sehr coole Münze. Back to the Future, zurück in die Zukunft, könnt ihr hier sehen. Also, ne, da könnt ihr die im Hintergrund sehen. Hole ich jetzt nicht raus, ihr kennt ja die Münzen. Aber ich finde die sehr nice. Und schon wieder keine goldene Münze, Mann. Scheiß Savi, ey. Oh, ups, ich wollte die nicht kaputt machen. Oh, scheiße. Mann, ich will eine goldene Münze haben. Ah, egal. Hauptsache, ich hab sie jetzt. Was habe ich denn? 3879. Nicht mal die Nummer 1, Mensch. Okay, 5000 weltweit. Immer noch von Universal. Okay, this is not a toy. Ja, was soll denn das sonst sein? Also, auf jeden Fall, die sammle ich, finde ich, besser als die blöden Pins. Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Was meint ihr denn zu den Münzen? Ist das Schwachsinn, die zu sammeln? Ich muss mal gucken, wie ich das am besten mal irgendwie hinstelle. Ich habe die einfach nur so hingelegt ins Regal. Aber vielleicht könnt ihr mal irgendwie Möglichkeiten machen, das besser zu machen. Ja, wink da hinten. So, okay, zu... Was war ich jetzt?
1, 2, 3. Also Item 4. Item 4 ist... Okay, das ist schon mal sehr nice. Ah, geil. Cool. Das ist auf jeden Fall ein Funko Pop. Oh, ich sehe ja gerade schon coole Sachen drauf. Funko Pop, das behalten wir gleich zum Schluss, denke ich mal. Auf jeden Fall, Collect Them All. Sieht aus wie ein alter Spielautomat. Und Mystery Minis sind immer cool. Das machen wir gleich am Schluss nochmal auf. Kommen wir zu Item 5. Item 5, okay, geil. Was ist denn los mal mit Z-Box? Ey, ab geile Box wieder. So, SNES Coasters. Also, ich weiß ja nicht, was ihr meint, aber das ist, glaube ich, auch, das sind die Untersetzer, denke ich mal. Use warm, damp, close to wipe clean. Aha, das sind Untersetzer. Aber das sind ja richtig geile Untersetzer. Kann man ja auch sogar ans... ich kann mal aufreißen, würde ich so super halten. Okay, von Paladon. Und dann könnt ihr das hier so sehen. Hinten ist dann so Kork drauf. Und die anderen sehen natürlich dann auch so aus. Und da ist natürlich dann mehrere drin, aber... Also, findet ihr die auch nicht nice wie ich? Also, ich finde die richtig nice'n Stein. Also, richtig geile Dinger. Ja, bis jetzt hier lohnt die sich, echt. Und dann gucken wir mal, ob da noch was drin ist. Also, irgendwas ist da noch drin. Also, Item 6. Item 6 ist ein kleines Füllermaterial. Okay, und dann ist sie auch leer. Könnt ihr hier sehen. Diesen Monat sind noch mehrere Sachen drin. Das waren es hier mal 4 Teile. Okay, Ready Player One. Okay, das ist cool, das ist was Neues. Ist nicht Nostalgie. Was heißt Nostalgie? Ich habe von Thomas gehört, also von Thomas, ne? Habe ich gehört, mal die Geschichte von Ready Player One. Und die hört sich richtig gut an. Ich glaube aber, dass der Film ein bisschen in die Hose gehen wird, weil Marketing war ja nicht so stark. Aber mal schauen. Hier ist erstmal ein Schlüsselanhänger. Sieht nach gar nichts aus. Ich weiß auch noch nicht, wie die Story hier ist, ne? Aber auf jeden Fall ein Original Paladon Produkt. Ja, also ich bin gespannt, wie der Film wird. Vielleicht könnt ihr es hier mal in die Kommentare setzen, was ihr über den Film haltet. So, auf jeden Fall, das war da noch drin. Und ich würde sagen, wir packen jetzt erstmal die Figur aus. Wie möchte ich den gerne haben? Ich möchte auf jeden Fall... Also sind die alle geil. Den könnt ihr nochmal hier sehen, habe ich noch gar nicht richtig gezeigt. Guckt euch mal an, welche da drin sind. Die sind ja Hammer, ey. Die Q-Bird. Ne? Auf jeden Fall Mega Man. Mega Man wäre geil. Bitte, lass das Mega Man sein. Ah, die Box wird auch behalten. Die ist auch cool, die Box. So, wo ist denn der Öffner hier? Geh auf hier, du Sau. Kannst du ihn verarschen, oder was? So. Ah, da ist ja noch eine Dings drin in der Hülle hier. So, und da ist ja nichts mehr drin hier, ne? Könnt ihr mal hier sehen hier. So, von wann ist die denn überhaupt? Ist die jetzt neu? Ich kenne die noch gar nicht. Ja, die ist von letztes Jahr, 2017. Ja, aber mehr will ich jetzt auch gar nicht machen. So, egal. Sonst wird das Video gleich wieder zu lang hier. Und auf geht sie. Bitte lass es Mega Man sein. Bitte lass es Mega Man sein. Ich fühle was, aber... Okay, es ist Pac-Man. Das ist schon sehr geil. Und es ist wirklich der originale Pac-Man. Yeah! Passt genau zu meinem Geist. Ah, cool. Sag mal. Bisschen klein, aber egal. Da. Es passt. Also Pac-Man, fress auf. Ja, sehr geil. Werde ich auf jeden Fall behalten. Also die Box hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt diesen Monat. Was sagt ihr denn dazu? Ich finde es auf jeden Fall cool. So, das Magazin. Nostalgia. Ne, Nostalgie. Ja, ich muss ja nicht viel sagen. Ready Player One, SNES, das Thema. Könnt ihr mal kurz hier sehen. Ich will es nicht so lange anschneiden. Man muss ja nicht viel sagen, aber Top-Fakten. So, dann haben wir nochmal die ganzen Leute hier. Den letzten Monat war ich ja drin. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal... Ich glaube, da bin ich nicht drin. Wobei, wenn ich das da oben, nö, ich glaube, ich habe auch gar kein Foto gemacht. Die unten kenne ich irgendwo her. Das ist auch, glaube ich, eine YouTuberin. Aber ansonsten. Der eine hat hier erstmal 2 Goldmünzen gehabt. Das kann ja wohl nicht angehen, oder? Guck mal hier das an hier. Das kann nicht angehen. Hashtag scheiß Goldmünzen, echt. So, das gab's SNES. Der SNES ist natürlich legendär. Wer hat sie nicht? So, ja, SNES-Spiele. So, das ist auf jeden Fall hier die Übersicht. Muss man ja nicht viel sagen. Das war drinnen gewesen, auf jeden Fall in der Box. Das ist jetzt keine Überraschung hier. Und ja, so weiter, ne? Blabla, Collector sind Münzen. Hier haben wir was zu Jumanji. Und ja, so weiter, ne? So weiter. Nächstes Thema ist Battle. Battle! Ja, auf jeden Fall, da wird wahrscheinlich was drin sein. Sieht sehr nach Street Fighter. Tekken, keine Ahnung. Mal gucken, ob das was zum Thema passt, sag ich mal.
Das Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, haben sie sehr gut gemacht. Passt alles hundertprozentig. Was muss man zu der Z-Box noch mehr sagen? Was sagt ihr denn zu der Box? In die Kommentare damit. Wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst gerne ein Abo da. Die Glocke anmachen, Gewinnspiel mitmachen, alte Marvel-Filme gucken, Marvel-Videos gucken von mir und die anderen Videos, ne, haut da rein, keine Ahnung. Und Leute, ne, ich würde sagen, bis dann und ciao und BAM!